Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier bei der Familie Mondschein. Und Melody macht gerade gar nichts, aber ist kurz vor den Wehen. Woo! Und die Kinder machen halt ihr Zeugs, ne? Und was ich auf jeden Fall hier mal so sagen wollte, vielen Dank für das Feedback des letzten Videos, denn das ging deutlich mehr ab, als ich es irgendwie gedacht hatte. Da dachte ich mir so, okay, dankeschön, vielen Dank. Ich finde es einfach unfassbar, was da abging. Vor allem, also ich habe irgendwie 5 Abos oder so dazu bekommen, was unfassbar viel ist für mich. Und vielen Dank. Vielen Dank für super liebe Kommentare und Komplimente. Und ja, außerdem ist das hier passiert, was einfach komplett eskaliert ist. Das ist die falsche Seite. Ich muss nach hier zeigen wahrscheinlich. Und vielen Dank. Es ist einfach nur hardcore, was hier gerade so abgeht. Und einfach nur danke. Das ist ein sehr, sehr krasses Geschenk für mich hier in der Vorweihnachtszeit. Beziehungsweise es ist halt schon Weihnachtszeit, aber vor Weihnachten, you know. Und Dankeschön. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist einfach nur wundervoll. Dem Baby Girl fehlt nur noch Denken. I love it, guys. I love it. So, Zachary fehlt auch nur noch Fantasie und Kommunikation. Und Kommunikation können wir ja richtig easy machen. Bonnie hat Level 3 erreicht. Und damit ist sie durch. Oh, Bonnie Girl. Happy Birthday. Woohoo. Und sie ist ein Geek. Und mental. Oh mein Gott. Wie süß bist du mit der Schleife. I love you. Oh, Mausi. Ich möchte die drei aber alle gemeinsam umstylen. Auch wenn das jetzt vielleicht noch bis zum nächsten Tag oder so dauert. Aber ja, ne, wird ja schon okay sein, weil ich denke mir so, die werden das auch noch bald schaffen so. Und dann muss ich nicht 20 Mal in Creative Sim extra gehen. Und ja, sie muss sogar direkt in die Schule gehen, was ich gar nicht mal so schlecht finde. Ich meine, dann kann sie ja zumindest schon mal ein bisschen höher von dem hier werden. Und ja, das gefällt mir natürlich. Oder muss sie doch noch nicht gehen? Doch, okay, weil erst ist sie nicht gegangen, aber okay. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Ich habe mit jemandem ein Gefühl aufgebaut. Mit Zachary. Und war, oh, was ist absolute Verehrung. Melanie möchte nur das Beste für Zachary und findet ihn einfach wundervoll. Ich lieb's so sehr. Oh, gute Gesellschaft. Sims wissen es zu schätzen, sich in der Nähe von jemandem aufzuhalten, den sie verehren. Oh, ich heule. Ich heule so sehr. Und das haben die wirklich gut gemacht. Oh, das ist das Einzige, was wir wollten, ey. Komischerweise kann sie nie da hoch. Obwohl er damit spielen kann. Also ich habe das halt am Ingame-Tag davor schon mal versucht. Ich habe sie zurückgesetzt, ich habe das Haus zurückgesetzt, keine Ahnung. Ich werde sie jetzt einfach die Fantasiefähigkeit mit dem Lama lernen lassen. Mit dem Lama, mit dem Tablet. Oh, warte mal. Die Wehen. Jawollo! Jawollo! Baby im Krankenhaus bekommen. Ja, wir machen mit. Und nein, wir gehen nicht mit irgendjemand anderem. Bitte stürz nicht ab, Spiel, bitte. Bitte. Hola! Ich möchte ein neues Krankenhaus platzieren, weil ich das irgendwie nicht mehr so cool finde. deswegen mache ich das mal eben. Also ich habe jetzt das hier gefunden und ich finde das ganz cool. Hier oben könnt ihr sehen, wie das heißt. Vena Cava Hospital. Und ich finde es eigentlich ganz süß, wenn ich ehrlich bin. Also es ist sehr clean gehalten und das ist eigentlich, was ich mag. Und es ist nur auf einer Etage. Das ist dann vielleicht auch nicht mehr so nervig. Ja, freue ich mich. Aber ich glaube, das ist die Vorderseite. Ups. Aber ist jetzt auch egal. Obwohl, kann man das jetzt noch drehen? Ich drehe das einfach. Wenn das möglich ist. Das wäre vielleicht sogar noch sinnvoller. Ja, ja. Da ist jemand anders eingestellt worden. Wow. Dann rastet hier nicht mehr dieser Typ die ganze Zeit aus, dass sie schwanger ist. Also beziehungsweise schon, aber halt immerhin kann ich mich dann auch einfach mal anmelden. Sie ist schon die ganze Zeit auf 0 Minuten. Und irgendwie wird sie hier nicht... Also irgendwie passiert es nicht, dass
ihr Kind geboren wird. Okay, jetzt wurde das nochmal reloaded anscheinend. Ich kann sie ja auch nicht auswählen, dass sie jetzt halt dann nochmal ins Krankenhaus so gehen soll. Oder ganz ehrlich, kann sie nochmal nach Hause gehen? Vielleicht versuche ich es nochmal neu zu laden. Weil ich ja das Grundstück neu platziert habe, vielleicht funktioniert das deswegen nicht. Und sonst kriegt sie halt einfach ihre Kinder zu Hause. Und wir ercheaten uns die Geburtsurkunden. Oder wir machen es einfach direkt zu Hause, weil ganz ehrlich, ich will mir diesen Stress nicht antun, dabei Ladebildschirm zu sein. Und dann ercheaten wir uns einfach die Geburtsurkunden, die uns dann fehlen. Weil wir kriegen ja keine mit zu Hause entbinden. Das müsste jetzt aber funktionieren. Sie geht auf jeden Fall direkt dahin. Meine Kamera ist ausgegangen. We love it. Oh Mann, ey. Wir bekommen Kinder und oh mein Gott, ist das normal, dass das... Oh je. Ein Mädchen. Und ich nenne sie Jodie, weil ich ja aktuell Beyond the Souls spiele. Und ja, finde ich cool. Und noch ein Mädchen. Dann nenne ich sie Tuesday. Ja. Yeah. Wuhu, Zwillinge. Und hier hat noch jemand Level 3 erreicht. Und ja, sie wird trotzdem noch ein bisschen brauchen, dadurch, dass wir jetzt noch ein Kind bekommen haben, etc. Deswegen werden wir ihn jetzt noch altern und dann werde ich in den Creative Sim gehen. Mit ihm und seiner Schwester. Und sie ist dann halt einfach ein bisschen jünger, obwohl die ja eigentlich Drillinge sind, aber... Who cares? Wir haben ja noch nie so genau gespielt, ja? So, dann ist der Zachary am Start. Woohoo! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Es tut mir so leid. Warum bin ich so? Woo! Und erbischt. Ein Hitzkopf. Und motorisch. Und jetzt wird es Zeit für Castor Full Edit Mode. Sind die beiden nicht unfassbare Süßis geworden? Oh, ich liebe die so. Ehrlich, ne? Vor allem sie ist einfach echt ein Schatz. Oh. Ich spiele jetzt noch so lange, bis alle im Bett sind und pennen. Oh, und dann ist der Part, denke ich, auch schon wieder vorbei, I guess. Gut, dann starten wir den nächsten Part natürlich dann, wenn irgendein Kind oder so aufgestanden ist. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und...